Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und heute spielen wir Fallout Shelter. Mal sehen, was passiert ist. Ich habe schon ein wenig weiter gespielt, aber auch nicht so viel. Wir schauen uns das Ganze mal an. Zuletzt war ich online vor 2 Tagen. Ich hoffe nicht, dass alle gestorben sind oder so. Das wäre natürlich problematisch. So. Wir haben ein Missionsziel erreicht. Wir haben jetzt Babys, noch mehr Babys. Und wir haben ein paar neue Leute bekommen. Das ist auf jeden Fall auch nice. So, erstmal die ganzen Babys hier ausbrüten. Natürlich brauchen die auch wieder stundenlang, bis die halt erwachsen sind und arbeitstüchtig sind. Okay, jetzt haben wir 36 Leute. Ups. Nee, du bleibst mal da. Ich ziehe die Leute immer irgendwie mit. So, jetzt haben wir ganz viele Babys. Sonst sieht eigentlich alles easy peasy aus. Aber ich habe schon ein bisschen weiter gemacht, hatte ich ja eben erzählt. Wir haben jetzt unser Waffenlager. Hier können wir eigene Waffen einfach herstellen. Aus Schrott. Entschuldigung. So, aus Schrott natürlich. Was eigentlich ganz praktisch ist. Wie wir Schrott bekommen. A, in diesen ganzen Packs. Ich habe mir ein paar Packs gekauft. Muss ich ehrlich zusagen, weil meine ganzen Leute waren verseucht und da bräuchte ich ein bisschen Geld und so. Dazu waren aber auch noch ein paar coole Leute dabei, die, ja, hier zum Beispiel. Das ist ganz gut, also ganz praktisch. Ja. Die können gut in der Arztpraxis oder wo etwas hergestellt wird halt. So, Level aufgestiegen. So, jetzt haben wir sehr viele neue Leute. Nur keine Arbeitsplätze. Das ist nicht so gut. So. Ja, was machen wir? Also ich habe auch diese Sachen hier alle aufgerüstet auf Stufe 3. Somit haben wir hier, ich glaube, das ist hier ist noch nicht. Doch, das ist schon. Okay. Die Arztpraxis könnten wir machen. Also das Geld haben wir. Ja, die Frage ist, sollten wir es machen? Produzieren wir 2. Wir machen das einfach mal. Stellen wir auf jeden Fall 2 her. Können wir das nochmal machen? Können wir. Mit 3000. Weil dann haben wir kein Geld mehr. Deswegen. Vielleicht dies hier auch nochmal machen. Wenn wir wieder so ein Virus haben. Also wenn wir so ein Virus haben, ist hier immer alles rot. Das wird immer mehr. Und manchmal sterben die dann auch. Und natürlich haben wir wieder Sachen freigeschaltet, also ziemlich viele. Und was wir halt jetzt bauen, ist das Aufseherbüro oder die Radiostation. Wir nehmen auf jeden Fall mal das Aufseherbüro, kostet 1000 Kronkorken. Das ist schon eine Menge.
So, das können wir hier hinbauen. Ja, machen wir mal. Zack. Jetzt haben wir die Karte zur Verfügung. Und das ist halt sehr gut, weil wir hier einfach unsere Leute dann auswählen können. Entschuldigung. Die mit uns dann auf die Jagd gehen und die können wir dann auch selber steuern. So. Am besten Leute mit viel Stärke. Ich hatte diesen König im Auge, hier, ihn hier. Der hier hat auch sehr viel Stärke, aber dafür eine scheiß Waffe. Nehmen wir mal die mit. Und wir können noch jemanden auswählen. Er hier hat. Warte, wo war er denn? Oh, der Dieb ist schon wieder da. So. Den hier, der hat eine gute Ausrüstung auf jeden Fall. Die anderen auch, aber er sieht noch besser aus. Ah, wir können hier noch was machen. Okay. Was hat er denn jetzt? Stärke hat er. Was hiermit? Er hat keine Stärke. Somit wollen wir den ein bisschen auswählen. So, zack. Jetzt gehen die hier auf die Jagd. So. Sollen die genug zu essen haben und so? Und jetzt gehen wir hier ein bisschen auf die Jagd. Das kostet jetzt 10. Luca Cola. Die haben wir aber kostenlos. Weil das ein Tutorial ist. So, hier wird uns nochmal alles erklärt, aber das weiß ich halt schon. So, jetzt können wir sie bewegen hier durch den ganzen Raum, also durch das ganze Gebäude. Und hinter jeder Tür lauert, kann was lauern, oder? Wir kriegen sowas hier. So eine kleine Beute. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch. Und hier können wir auch Schrott sammeln. Und diesmal sind nur Spritzen dabei. So, wir gehen erstmal hier noch durch. Hier kommen ein paar Monster, ein paar Kakerlaken. Wow, easy. Easy gesnackt hier. Und einen Football-Handschuh gefunden. So, ab in den Fahrstuhl. Fahren wir hoch. Wieder zwei Kakerlaken. Na, diesmal hat es nicht ganz funktioniert. Ja, so ist gut. Okay, XP gesammelt. Kollege, könntest du da ein bisschen weggehen, weil ich muss da ran? Ah, ich will da ran. Oh, Mensch. Man kann die dann auch nicht. Ah, jetzt hat es geklappt. Das ist immer noch so das Problem. So, hier haben wir zwei Spritzen. Eine Jacke. Weiter geht's. Haben es ja auch gleich, ja, easy peasy geschafft. Ah ne, hier oben ist auch noch. Okay, nochmal dieselbe Jacke. Ist nicht so gut, aber naja, immerhin Kleidung. So. Auch nur eine Kakerlake. Das ist ein bisschen armselig.
Easy. Oh, nice, ein Koffer. Das ist auf jeden Fall gut. So, jetzt haben wir alles geschafft. Gehen wir mal wieder zurück zur Base. Hallo? So, hier sehen wir nochmal, was wir alles bekommen haben. Sammeln wir den ganzen Schnickschnack ein. Und wie gedacht, da haben wir eine, die ist verseucht. Was mit den anderen? Die sind auch alle verseucht. Aber das kriegen wir alles hin. Seuchung und Heilung. Hier war noch Heilung. Ey, nicht so schnell, meine Freunde. Hä, wieso kommen jetzt alle anderen mit? Okay, man weiß es nicht. Ist ja auch egal. Denn die hier kommt auch mal mit hier rein. Ist sie auch verseucht? Nee, ist sie nicht. Okay. So, bist du verseucht? Wir müssen kurz kontrollieren, nicht dass sie alle anstecken. Du kannst nicht verseucht sein, du hast einen Schutz. Och, och. Oh, nice. Er hier hat richtig viel Stärke. Gut, ich würde sagen, dass wir jetzt ein paar auswählen. Damit wir mit denen dann, losziehen können, immer auf die Jagd gehen. Was bist du? Du hast auch viel Stärke. Dann natürlich auch ganz praktisch. Dann nehme ich was mit dir. Nee, du nicht. Er hier hat Stärke. Deswegen nehme ich den König mal. Und jetzt brauchen wir noch einen, der auch viel Stärke hat. Er hat ein bisschen Stärke, aber den nehme ich nicht mit. So, wo ist denn der Kollege mit dem Anzug? Wo, ah, da unten läuft er. Was ist mit dir los? Du hast auch Stärke. Und du kommst auch mal mit nach oben. So, dann haben wir 2, 4, 5. Hier muss noch einer mit Stärke rein. Was hast du? Hey. Du bleibst mal da drin. Was mit dir? Oh, er hat mehr Stärke. Will ich mal gucken hier. Wo ist denn der dritte jetzt? Er ist weg. Hat sich aus dem Staub gemacht. So, du sollst auch mit nach oben eigentlich. 3, 4, 5, 6. Nee, das ist nur ein Kind. So. Du kommst einfach mal mit in den Stromraum. Ach so, da passen nur 3 rein. Okay, ja, dann du mal mit. Du mal mit. Und du kommst auch damit hin. Was mit dir? Du hast auch viel Stärke. Aber glaube ich, brauch dich gar nicht. Dann packe ich dich einfach damit rein. So, hier haben wir 1, 2, 3, 4 nur. Was mit dir? Ja, dann gehst du halt hier mit rein. Und hier haben wir auch gerade keinen Job. Kommst du auch damit rein? Dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6. Das ist okay. Da wird fleißig hergestellt. Hier wird auch fleißig hergestellt. So, der Dieb ist schon wieder da. Wo ist schon der Dieb?
das ist er nicht. Da war er. Hier oben war er. Okay, auf jeden Fall Essen und so, alles easy peasy. So, du hast Stärke. Aber vielleicht können wir dir noch was Gutes anziehen, was noch mehr Stärke gibt. Zack. Ja, perfekt. Stärke und ja, bei dir geht das so. Vielleicht müssen wir dich doch mal austauschen mit jemandem, der von Anfang an schon Stärke hat. Sie hat Stärke, aber auch nur durch die Jacke. Wir brauchen jemanden mit viel Stärke. Sie hat auf jeden Fall schon mehr Stärke. Dann kommst du mal hier unten rein. Nicht, dass ihr denkt, ihr könnt dort Kinder machen. So, Spritzen sind fertig. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch im Keller? Ja, geht noch so. So, du bist Top 1, du auch. Du nicht. Du musst sie ausziehen. Du kriegst was anderes an. Zack. So, dann haben wir die hier. Sie bekommt das. Und somit hat sie auch noch mehr Stärke. So, dann warst du, musst wieder arbeiten gehen. Irgendwo. 1, 2, 3, 4, 5. Da passt noch einer rein. So. Dann haben wir hier auch noch ein. Das ist aber noch frei. Das heißt, wir müssen noch ein Gebäude zubauen. Ich würde sagen, wir verbessern das hier einmal. Und nun kann da, glaube ich, jemand noch mit rein. Bin mir nicht sicher. Du warst das, ne? Ja. Kann er mit rein? Nee, kann er nicht. Okay. Vielleicht müssen wir jetzt einfach mal noch was dazu bauen. Strom und alles ist eigentlich ganz easy. Haben wir dann noch Radiostation. Könnten wir machen, können wir auch sein lassen, ne? Waffenlager haben wir auch. Oh, wir haben schon so viel. Fitnessraum. Ich glaube, da wird die Stärke gemacht. Bin mir aber nicht sicher. Ne, hier wird die Stärke gemacht. Im Fitnessraum. Machen wir einen Fitnessraum erstmal. Den packen wir. Wo packen wir den hin? Wo packen wir den hin? Wir packen den hier hin. Dann können wir jemanden mit Stärke pumpen lassen. Mal sehen, wie lange er braucht. Ja, das ist mir bewusst. Danke für die Information. Zack, auf dem Boden, anstatt der hier irgendwie so eine Animation macht, aber wir wollen ja nicht meckern. Stärke wird schneller erhöht. Stärke ist auf jeden Fall richtig nice. Wir könnten das machen. Und wir machen das einfach mal. Und dann können wir die nochmal erhöhen. Okay.
Er braucht jetzt 25 Minuten. Mit so einer Nuka-Cola können wir das beschleunigen. Machen wir mal. Mal sehen, wie viel das bringt. Ich würde sagen, es hat ein bisschen was gebracht, aber bin nicht sicher. Brauche eine Stunde, aber den lassen wir einfach mal trainieren und dann läuft die Sache. Es wäre vielleicht klüger gewesen, meine Leute hier, die schon sehr viel Stärke haben, zu trainieren. Aber naja, mit denen will ich ja gerne dann irgendwann noch rausgehen, wieder eine Mission machen. So, die Zeit ist auch wieder um, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.